zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kochen und Backen mit Marina. Heute mache ich einen Schweinelachsbraten. Dieses Rezept habe ich von meiner Freundin bekommen. Es ist sehr, sehr lecker, wird sehr schnell zubereitet, ist sehr einfach und sagenhaft zart wird das Fleisch. Und für das Rezept brauchen wir Schweinefleisch. Ich habe hier so ein schönes Schweinefleischstückchen, 1,5 Kilo circa. Ich habe hier so Silberhaut abgeschnitten und so ein bisschen Fett, was da noch war. Für das Rezept brauchen wir noch Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver oder frische Knoblauch, Grillgewürzmischung, Paprika edelsüß, Wacholderbeeren und etwas Butter zum Anbraten und Öl für die Marinade und etwas Wasser und Zwiebel. Und als erstes halt Silberhaut entfernen, habe ich ja gemacht, und jetzt machen wir die Marinade. Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, circa 1 Teelöffel, circa 2 Teelöffel Grillgewürzmischung, circa 1/2 Teelöffel Knoblauchpulver und entweder Olivenöl oder normale Öl. Habe ich 2 Esslöffel genommen. Das Ganze gut vermischen. Diese Mischung jetzt auf Fleisch verteilen, von allen Seiten gut einreiben. So, Stückchen Butter im Topf schmelzen. Die Zwiebel vierteln. Ich lasse sie aber ganz, weil bei uns nicht alle Zwiebel essen, und ich werde sie nachher rausfischen. Ich werde mein Fleischstück in die Hälfte zerschneiden, weil das sonst in meinen Topf nicht reinpasst. Und jetzt Fleisch von allen Seiten kross anbraten auf höchste Stufe. Wenn Fleisch von allen Seiten kross angebraten ist, und nicht vergessen Zwiebel zu mischen, damit sie nicht verbrennen, kommt da rein jetzt circa 7 Wacholderbeeren rein, 3 Lorbeerblätter und so viel Wasser, bis das Fleisch bedeckt ist. Bei mir waren das 1,5 Liter. Das Ganze jetzt aufkochen und bei schwacher Hitze circa 2 Stunden schmoren. Je länger Fleisch schmort, desto zarter wird das Fleisch. Also 1,5 Stunden mindestens, also 1,5 bis 2 Stunden würden reichen eigentlich. Dann sehen wir uns, wenn mein Fleisch fertig geschmort ist. Und in der Zwischenzeit mache ich dazu als Beilage Spätzle. Wie ich Spätzle mache, habe ich schon auf meinem Kanal. Kann ich euch verlinken, wie ich das gemacht habe. Brauche ich nicht nochmal zeigen. Und mache noch ein einfacher Salat mit Tomaten, Gurken und Schmand. Dann sehen wir uns, wenn das Fleisch fertig geschmort ist. Fleisch hat bei mir 2 Stunden lang geschmort. Jetzt Fleisch rausholen, die Soße absieben. Und daraus jetzt eine Soße machen, da es mir aber zu viel Soße davon ist, nehme ich bloß die Hälfte davon ab und mit dem Rest koche ich morgen Buchweizen, weil das ist eine sehr würzige, leckere Brühe, und deswegen koche ich morgen damit Buchweizen. Ist zu schade zum Wegwerfen, und mit der Hälfte davon mache ich Soße. Diese Soße ein bisschen einkochen und wenn es zu flüssig ist für euch, eindecken mit Soßenbinder. Ich habe die Soße eingekocht und habe ein bisschen Soßenbinder da reingetan. So werde ich servieren mit Soße. Und Fleisch habe ich auch aufgeschnitten, ein Stück.
Also die eine Hälfte habe ich aufgeschnitten, die andere lasse ich noch ganz. Und werde das Ganze auch so servieren. Und noch die Soße noch extra stellen. So sieht das Ganze aus. Und meine selbstgemachte Spätzle. Ich zeige euch noch, wie zart Fleisch geworden ist. Lässt sich super weich butterzart schneiden. Kann man sehen, muss man nicht viel Kraft. Das fällt schon von alleine auseinander. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Müsst ihr unbedingt probieren. Ich danke meiner Freundin für das leckere Rezept. Viele Grüße an die ganze Familie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche allen schönen Tag noch. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Tschüssle!